es ist gute akademische Tradition, diese Ernennung auch zu verbinden mit einer Antrittsvorlesung, die wir nun leider heute im Wesentlichen online abhalten müssen. Aber das ist der Pandemie geschuldet. Wir können es nicht ändern. Gerne hätten wir das in einem großen Hörsaal, so wie es vor Corona Usus war, zelebriert. Jetzt, lieber Professor Korsch, gehört Ihnen das Wort und ich darf Sie bitten um Ihre Antrittsvorlesung zu der Thematik autologes Dentin, das Augmentationsmaterial der Zukunft, Fragezeichen. Bitte schön und vielen Dank. Professor Hanek, vielen Dank für die einleitenden Worte. Sie haben den Titel ja schon genannt. Ich denke, es ist ein sehr spannendes Thema. Hier nochmal der Titel auf der Eingangsfolie. Der eine oder andere wundert sich vielleicht, warum hier eine Eule ist. Das ist Teil des Wappens der Universität Homburg. Dort habe ich eben meine Lehre, mache ich dort Wissenschaft eben in Zusammenarbeit mit der Universität Homburg. Auf dieser ersten Folie sehen Sie die gängigsten Knochenersatzmaterialien. Zum einen autologen Knochen auf der linken Seite, in der Mitte xenogenes Material. Xenogen bedeutet letztendlich tierischen oder pflanzlichen Ursprungs und synthetische Materialien. Grundsätzlich kann man Augmentationsmaterialien zum einen nach ihrem Ursprung einteilen. Wie Sie hier auf der linken Spalte sehen, haben wir zum einen autogen, also vom Patienten selbst, allogen von derselben Spezie, das heißt Humanpräparate. In der Regel sind das Augmentate von Patienten, bei denen eine Endoprothese gemacht wurde im Knie. Da fällt sehr viel Knochenmaterial an. Xenogenes Material, wie eben schon erwähnt, eben andere Spezie oder also Tier oder pflanzlich. Und ganz unten alloplastische Materialien, synthetisch, halbsynthetische Materialien. Auf der rechten Seite sehen Sie aber auch die Eigenschaften der Tabelle. Ja, das alloplastische Material ganz unten sind osteokonduktiv. Das heißt, diese Materialien sind für das Knochenwachstum eine Leitstruktur. Ebenfalls bei xenogenen Materialien. Allogene Materialien haben zusätzlich die Eigenschaft, dass sie je nach Aufbereitung osteoinduktiv sind. Das heißt, sie regen das umgebende Gewebe an, Knochen zu bilden. Beim Knochen autogenes Material zusätzlich sind diese Materialien osteogenetisch. Das heißt, das, was dorthin transplantiert wird, bildet sich selbst in Knochen um oder wird umgebaut über die Zeit. Und Knochen, das ist das Einzige, wofür wir bisher die Kenntnisse hatten, verbindet alle drei Eigenschaften. Und deshalb wurde Knochen bisher auch immer als Goldstandard bei Augmentationsmaterialien genannt. Hier sehen Sie die gängigsten Spenderregionen im Bereich des Mundes. Wir können Knochen gewinnen aus dem Bereich des Kinns, sehen Sie einmal unten dargestellt, oder Retromolar hier im Unterkiefer im Bereich der hinteren Backenzähne oder oben im Bereich der lateralen Kieferhöhle, das Osteogomaticum. Nachteil ist ganz klar, wie auf der rechten Seite dargestellt, wir brauchen einen weiteren Operationssitus. Vermehrte postoperative Beschwerden und natürlich durch vermehrtes Handeln haben wir auch ein höheres Operationsrisiko. Wir wissen aber schon seit einiger Zeit, dass auch Dentin möglicherweise ein gutes Augmentationsmaterial ist. Erste Studien, etwa 2001, hatte Gomez hier eine Publikation zusammen mit anderen Kollegen veröffentlicht. Warum scheint Dentin grundsätzlich auch als Augmentationsmaterial gut zu sein? Dentin ist im Knochen sehr, sehr ähnlich. Hier sehen Sie zum einen anorganische Grundsubstanz, Hydroxylapatit, kommt in beiden Materialien, sowohl Knochen als auch Dentin, vor. Auch die organische Grundsubstanz, Kollagen Typ 1, kommt ebenfalls in beiden Stoffen vor. Dentin hat zu 70% anorganische Substanz, zu 30% organisch, während Knochen zu 65% anorganische Substanz hat und 35% organisch. Das heißt, Sie sehen keinen großen Unterschied. Auch die Proteine, die in beiden vorkommen, wie Osteokalzin, Osteonektin, Phosphoprotein, Sialoprotein und andere, kommen in beiden vor.
Und auch ganz entscheidend, Wachstumsfaktoren wie BMP2 zum Beispiel und andere kommen auch sowohl in Knochen als auch Dentin vor. Hier sehen Sie mal einen Fall. Hier ist der Zahn 3,5 tief frakturiert auf der linken Abbildung. Dieser Zahn ist nicht erhaltungsfähig gewesen. Er konnte prothetisch nicht versorgt werden. Deshalb hatte ich diesen Zahn entfernt. Die häufigsten Publikationen, die es bisher gibt, zur Socket Preservation. Das heißt, man entfernt einen Zahn, füllt die Alveole, das Zahnfach, mit einem Augmentat. Hier habe ich das mit dem Knochen, dem Zahn selbst gemacht, den ich entfernt hatte, habe diesen partikuliert, habe hier die Alveole mit Dentinpartikel aufgefüllt und das Ganze mit einem Kollagenkegel verschlossen in einer Kreuznaht. Das ist das, wovon wir die meisten Publikationen haben zur Socket Preservation. Hier sehen Sie mal die Situation, das ist der gleiche Fall. Ausgangssituation. Hier haben Sie die Situation direkt nach der Socket Preservation. Sie sehen, dass das Zahnfach gefüllt ist. Und hier die Situation 3 Monate später mit inseriertem Implantat, vollständiges Auffüllen der Alveole. Hier ein anderer Fall, auch so häufig, wenn wir All on 4 machen. Das heißt, wenn wir einen festsitzenden Zahnersatz auf 4 Implantaten haben, haben wir häufig Restzähne. Das ist hier so ein Fall, bei dem ich diese Zähne entfernt habe. Das Dentin wurde partikuliert. Hier sehen Sie einen Schredder, einen Grinder, mit dem man das Dentin partikulieren kann. Das muss mit bestimmten Lösungen aufbereitet werden, das Dentin. Und hier unten sehen Sie die Situation, die inserierten Implantate im Unterkiefer. Und die blauen Pfeile stellen die leeren Alveolen dar. Dort waren zuvor diese Zähne. Und auf der Abbildung sehen Sie die Stellen, hier wurden die Alveolen mit partikuliertem Dentin aufgefüllt. Und hier der Wundschluss. Ja? Das sind also sehr häufige Situationen, wo man den Zahn selbst als Augmentat nehmen kann. Und die Patienten nehmen das sehr, sehr gut an. Ja, letztendlich wird ihr eigener Zahn recycelt, er wird verwendet. Es ist vom Patienten selbst. Wir können in diesen Situationen eine mögliche Spenderregion vermeiden. Aber die Möglichkeiten des Dentins, die gehen wesentlich weiter als nur die Socket Preservation. Hier sehen Sie einen Fall, da hatte ich 4 Implantate inseriert. Und bei der Freilegung von 3 Implantaten hatte ich ein Röntgenbild gemacht. Da war ein Zufallsbefund. Wenn Sie hier den Zahn 2,2 angucken, sehen Sie eine Verschattung. Ich hatte hier ein DVT gemacht und auf diesen sieht man eine externe Resorption, das heißt eine Auflösung des Zahnes durch fehlgeschaltete Osteoklasten. Und dieser Zahn war nach unserer Einschätzung nicht erhaltungsfähig. Deshalb hatte ich diesen entfernt. Hier sehen Sie nochmal den Zahn 2,2. Das sieht man von außen gar nicht. Das sind häufig Zufallsbefunde. Irgendwann natürlich, wenn man die Krone durchbricht oder dass die Perforation so weit ist, dass es Richtung Lippe zu sehen ist. Aber hier ist das eigentlich völlig unauffällig. Hier sehen Sie den extrahierten Zahn und Sie sehen auf den beiden mittleren Bildern, auf dem linken mittleren Bild sehen Sie noch die externe Resorption, auf den rechten Bildern ist das auskürettiert. Und diesen Zahn hatte ich hier aufbereitet, partikuliert und als Augmentat verwendet. Das Implantat wurde eingesetzt, so wie das eben bei der Sofortimplantation gemacht wird. Der Zahn wird entfernt, das Implantat wird simultan eingesetzt. Man hat bewusst, eine kurze Frage, geht das hier mit dem, dass ich etwas anzeigen kann? Ah, jetzt geht's. Genau. Also hier sieht man, hier ist bewusst ein Gap, das heißt ein Spalt zwischen Implantat und vestibulärer Lamelle. Das macht man bewusst. Und auf dem nächsten Bild sehen Sie das Ganze hier aufgefüllt. Sehen Sie das Ganze aufgefüllt, diesen Spalt mit partikuliertem Dentin. Und hier einen Tag später mit provisorischer Sofortversorgung ist der Zahn hier ersetzt. Und auf dem folgenden Bild 3 Monate später Kontrolle des Implantates, ob alles in Ordnung ist, mit einem ideal ausgeformten Emergenzprofil. Auf dem linken Bild hier ein DVT. Das ist die Situation direkt nach Implantation. Man sieht hier eine helle Struktur.
Das ist die Sagittalebene. Hier haben wir die Gaumenseite palatinal, die vestibuläre Seite, also Richtung Lippe. Das ist vermutlich ein Teil des Zahnschmelzes. Wenige Publikationen gibt es zu Dentin- und Sofortimplantationen, so gut wie nichts. Und hier sehen Sie die Situation 3 Monate später nach Freigabe. Was man hier vestibulär sieht, fast keine Resorption des Augmentates. Natürlich muss man das in der längeren Sicht noch betrachten in vielen Publikationen. Wie gesagt, hier gibt es relativ wenig Wissen. Ein ähnlicher Fall, junger Patient, Anfang 20, auch vom klinischen Befund völlig unauffällig. Aber wenn wir uns das DVT anschauen, beide Frontzähne hier mit externen Resorptionen, das ist der Zahn 1-1-2-1. Dieser Patient wurde vom Hauszahnarzt zum Endospezialisten geschickt. Dieser hatte die Zähne nicht als erhaltungswürdig eingeschätzt. Ich habe hier zusätzlich Herrn Privatdozent Bartholz in der Akademie auch nochmal gefragt, unser Endospezialist als Leiter der Poliklinik, wie schätzt du das ein? Er hatte auch diese beiden Zähne als kritisch eingeschätzt. Bei so einem jungen Patienten, da überlegt man sich mehrfach, ob man solche Zähne entfernen soll. Ich hatte letztendlich die beiden Zähne entfernt. Hier sehen Sie die externe Resorption in dem Bereich. Hier ist das Ganze auskürettiert. Und hier ist der Zahn partikuliert. Ich hatte wie bei dem Fall zuvor die Zähne entfernt, die Implantate simultan eingesetzt mit einem Spaltenhohlraum, der bewusst dann hier aufgefüllt wird mit Dentin. Und hier die spezielle Abdrucktechnik für die provisorische Sofortversorgung, die hier eingegliedert ist aus dem Kunststoff und natürlich bei der definitiven Versorgung von der Ästhetik ganz anders aussieht. Aber hier ist das Ziel Erhalt der Strukturen des Weichgewebes. Hier sehen Sie die Ausgangssituation auf diesem Röntgenbild DVT in der Sagittalebene und hier im Vergleich direkt nach Implantation. Und hier sehen Sie den Bereich zwischen grüner Linie und Implantat. Das ist das Augmentat, das ist alles das Dentin. Hier kann man deutlich die vestibuläre Lamelle erkennen. Und so ist die Situation ein Jahr postoperativ. Sehr stabile vestibuläre Lamelle. Man sieht etwas Resorption vielleicht, aber hier mehr als genügend vestibuläres Hartmaterial. Das ist ein Fallbericht, den wir in der ZM veröffentlicht hatten. Wer sich den gerne anschauen will, kann hier nachlesen. Aber wir haben auch noch ganz andere Möglichkeiten als nur bei der Socket Preservation und bei der Sofortimplantation. Kollege Schwarz aus Frankfurt hat hier einige Sachen auch publiziert. Proof of Concept Studies zu Blocktransplantaten mit Dentin. Hier hat er einen Randomized Clinical Trial veröffentlicht. Und zwar hatte er verglichen eine Monoblock-Technik, also auf der linken Seite sehen Sie den Unterkieferbereich. Hier sehen Sie die letzten Zähne. Hier hat er ein Stück Knochenretromolar genommen als Monoblock. Hier ist dieser Knochen außerhalb des Mundes, Kanten geglättet. Hier hätte diesen Knochen aufgebracht, also eine Monoblock-Technik und hier die Naht. Und diese Gruppe, 15 Patienten, hat er mit weiteren 15 Patienten verglichen. Er hatte retinierte Zähne, also Kiefer, die Weisheitszähne, die im Kiefer liegen, entfernt, hatte die aufbereitet und hier dann entsprechend zu der Technik davor, Monoblock-Technik aufgesetzt. Sieht hier ein bisschen klobig aus, aber letztendlich konnte er in allen Fällen, das ist hier das klinische Bild nach Einheilung, 6,5 Monate später konnten hier Implantate eingesetzt werden. Hier sehen Sie diesen Zahn, etwas eckig, aber dieser Zahn ist vollständig entfernt. Er hat also mit seinen Studien erstmalig zeigen können, dass komplette Zahnblöcke, dass man diese transplantieren kann und auch, dass diese Osteoid integrieren. Hier sehen Sie mal ein paar Daten zu dieser Publikation. Es waren eben 30 Studienteilnehmer, insgesamt 15 pro Gruppe. In allen Fällen konnten Implantate inseriert werden. Homogene Augmentationsergebnisse in beiden Gruppen. Aber was interessant war, wobei das natürlich nur ein kurzer Beobachtungszeitraum ist, Dentin, die Resorption erheblich geringer, 0,13 versus bei der Monoblock-Technik 1 Millimeter Resorption, also Schrumpfung des Augmentats. Lediglich bei einem Knochenblock musste etwas nachaugmentiert werden. Insgesamt, es gab keine Wundheilungsstörung in beiden Gruppen oder Infektionen.
Wir machen seit vielen Jahren gängig nicht die Monoplex-Technik, weil die doch sehr limitierend ist. Wir können letztendlich nur so weit den Knochen verbreitern, wie der entnommene Knochen ist. Wenn wir den Knochen retromolar nehmen, hat er in der Regel eine Dicke von 3 mm. Das heißt, wir können lediglich um diesen Betrag verbreitern. Die Curie-Technik hat den großen Vorteil. Hier sehen Sie mal einen solchen Fall, die Schalentechnik nach Curie, ein inseriertes Implantat, deutlicher Knochendefekt. Und wenn Sie mal genau schauen, auch an dem Zahn nebendran, deutlicher Hartgewebsverlust, große Anteile des Zahnes liegen frei. Allerdings, es war keine Sondierungstiefe in diesem Bereich. Ich hatte auch hier retromolar Knochen entnommen. Allerdings im Unterschied zur Monoblock-Technik ist das hier eine Schale. Ich nehme immer ganz gern den Vergleich zum Hausbau, wenn man Wände hochzieht. Man hat hier eine Verschalung und auf dem folgenden Bild können Sie es sehr gut und deutlich sehen, dass diese Verschalung auf Distanz zum Defekt fixiert mit Schrauben. Das heißt, wir sind völlig unabhängig von diesen 3 mm Dicke des Transplantates, können das auffüllen mit partikulierten Knochen. Die Einheilungsprognose ist auch wesentlich günstiger, das kommt noch hinzu, wesentlich geringere Komplikationsrate. Hier sehen Sie auf diesem Bild, dass dieser Spalt eben mit partikulierten Knochen, also man nimmt den Block, schneidet eine Scheibe ab und der Rest wird vom Block partikuliert. Auf dem linken Bild sehen Sie die Situation zum Zeitpunkt der Freilegung. Hier sehen Sie deutlich die beiden Knochenschalen, ja, das Implantat ist perfekt eingeheilt. Hier die Situation ein Jahr nach Freilegung. Sehr schönes Ergebnis. Was hier fehlt, ist die Papille. Aber das wundert auch einen nicht, wenn man sich das klinische Bild, das erste, anschaut, wie viel Knochen an diesem Nachbarzahn gefehlt hat. Da kann in solchen Fällen keine Papille kommen. Wir hatten hier auch ein Randomized Clinical Trial veröffentlicht, einmal mit dem Kollegen Bartholz, Jahresergebnis und 5 Jahresergebnisse hatten wir veröffentlicht zur Curie-Technik. Aus dem Wissen, dass wir den Tienblöcke verpflanzen können, aus dem Wissen der Curie-Technik, hatte ich vor einigen Jahren, vor etwa 3, 4 Jahren, die Tooth-Shell-Technik, so hatten wir sie bezeichnet, entwickelt. Hier sehen Sie einen ähnlichen Fall wie zuvor. Schauen Sie sich das Bild genau an. Lückige Zähne, so einen Fall, den können Sie eigentlich ideal nur mit einem Implantat versorgen. Ja, jede Brücke, wie wollen Sie die Lücken ästhetisch versorgen, das ist auffällig. Hier sehen Sie das Ganze dargestellt, den Knochen, mit dem Knochendefekt. Hier der Defekt von oben betrachtet, auf der rechten Seite. Und hier das inserierte Implantat. Sie sehen, wie viel Knochen an diesem Implantat fehlt. Was ich gemacht habe im Oberkiefer, war ein weißer Zahn, der keinen Gegenzahn hatte, also nicht unbedingt erhaltungswürdig. In Absprache natürlich vorher mit dem Patienten, habe ich gesagt, ich würde diesen Zahn als Augmentat nehmen. Hab von diesem Zahn eine Scheibe abgeschnitten. Hier sehen Sie diesen Zahn, diese Scheibe, dieses Zahn, deutlich zu erkennen, die Wurzeln. Hier die Zahnkrone. Und entsprechend der Curie-Technik habe ich hier die Dentinscheibe fixiert. Sie sehen auch hier die Spaltbildung, also hier auch eine Schalentechnik und den Spaltraum mit partikulierten Dentin aus dem gleichen Zahn hier, sehen Sie das, aufgefüllt. Und das ist die Situation ein Jahr nach prothetischer Versorgung. Ja, in meinen Augen schönes Ergebnis, lückige Zähne, so wie es eben bei ihm ist, schöne Weichteilverhältnisse. Hier sehen Sie im DVT die Situation direkt nach Implantation. Auf diesem Bild 3 Monate später, deutlich in der Sagittalebene zu sehen. Also wir haben hier die Lippenseite, wir haben hier die Gaumenseite, hier ist die Zahnschale mit dem Schmelzanteil und hier die Situation ein Jahr nach prothetischer Versorgung. Was man hier sieht, eigentlich auch so gut wie keine Resorption in diesem Zeitraum. Und wenn wir das mit Knochenblocktransplantaten machen, ist doch in der Regel die Resorption deutlich größer. Ein anderer Fall, ähnlich komplex, vielleicht sogar auch komplexer, 2 inserierte Implantate. Hier sehen Sie das vordere Implantat, ein Großteil des Knochens liegt, des Implantates liegt frei. Hier hatte ich zuvor einen Zahn entfernt und diesen konserviert. Dazu komme ich später noch. Und hier auf dem folgenden Bild sehen Sie aus einem Zahn 2 Schalen gewonnen. Entsprechend der Curie-Technik
und den Spaltraum mit partikuliertem Dentin aufgefüllt. Wir können das aber auch kombinieren in Fällen mit All-on-4, mit Zygoma. Hier haben Sie den Fall, es war ein Restzahn noch vorhanden. Ich hatte hier Implantate gesetzt, palatinal, also auf der Gaumenseite sehen Sie, dass hier Implantatflächen frei liegen. Den letzten Zahn, ich glaube 1,3 war das, hatte ich hier als Augmentat genutzt. Von diesem eine Scheibe abgeschnitten, das Ganze palatinal fixiert. Dort war der Defekt. Sie sehen das mit zwei Stellschrauben. Den Spaltraum gefüllt zwischen der Dentinscheibe und den Implantaten und das Ganze dann letztendlich vernäht. Hier sehen Sie das Ganze im Röntgenbild im hinteren Bereich mit Zygoma-Implantaten. Aber natürlich hat man nicht immer Erfolge. Es gibt auch Misserfolge und ich möchte Ihnen auch hier so einen solchen Fall zeigen. Das Vorgehen wie in den beiden Fällen zuvor. Implantat inseriert, wir haben ein Defizit an Knochen. Hier das aufgetragene Partikulat. Hier die Dentinscheibe fixiert mit zwei Schrauben. Hier das DVT postoperativ. Das Ganze in der Frontalebene. Und dann ist Folgendes passiert. Nach etwa 4 Wochen lag die Dentinscheibe frei. Die Patientin Anfang 20 hatte unter Alkoholeinfluss den Zahn verloren. Das Weichgewebe war zuvor malträtiert. Und während der Operation ist mir hier eine Perforation aufgetreten. Und die hat dann letztendlich dazu geführt, dass hier eine Zeeszenz aufgetreten ist. Ich hatte dann diese Dentinschale über 3 Monate belassen. Also 4 Wochen später ist es war es deszent, dann weitere 2 Monate. Als die 3 Monate rum waren, habe ich diese Dentinschale gelöst. Hier sehen Sie die Dentinschale direkt nach Lösen der Dentinscheibe. Und das ist 2 Wochen später, lediglich 2 Wochen später. Was ich festgestellt habe klinisch, als ich diese Scheibe entfernt habe, dass dahinter ein sehr hartes Augmentat war. Es lagen also keine Implantatflächen frei. Es war ein sehr stabiles, festes Augmentat. Der Kollege Peichel hier aus der Akademie hat dann sehr aufwendig, das ist eine seiner Spezialitäten, hier mit einem individuellen Abutment das Emergenzprofil entsprechend ausgeformt. Und hier sehen Sie die Situation etwa 1 Jahr später. Ich finde ein sehr schönes Ergebnis von der Krone her. Das ist der Zahn 1,1. Konnten wir trotz Komplikation das erreichen. Und das ist die Situation, nachdem ich die Schale entfernt habe. Sie sehen vestibulär ausreichend Knochen vorhanden. Und das ist die Situation, 1 Jahr später nach prothetischer Versorgung, ein ausreichendes Augmentat vestibulär des Implantates. Im Australian Dental Journal hatte ich eine Fallserie veröffentlicht dazu. Es ist eine Open Access Publikation, das heißt für jeden zugänglich. Wenn Sie Interesse haben, können Sie das nachlesen. Hier sehen Sie einige Ergebnisse aus dieser Publikation. Es waren insgesamt, Sie sehen das auf der linken, in der linken Zeile, in der linken Spalte, waren es 22 Patienten mit 27 Implantaten. Und das Entscheidendste sehen Sie auf der rechten, in der rechten Spalte. Hier sind mit C die Komplikationen angegeben. Und lediglich in einem Fall ist eine Deszenz aufgetreten. Das ist der Fall, den Sie gesehen haben. Aber dieser Fall hat nicht dazu geführt, dass weder das Augmentat vollständig verloren gegangen ist oder auch das Implantat. Das war die erste Publikation zum Thema Tooth Shell Technique. Weiter haben wir eine retrospektive Studie gemacht, verglichen die Tooth Shell Technique mit der Curie-Technik. Auch diese Publikation ist eine Open Access Publikation, also für jeden zugänglich. Im International Journal of Environmental Research Public Health können Sie auch hier gerne nachlesen. Und ich zeige Ihnen auch hier ein paar Ergebnisse dieser Studie. Halt, eine zu weit, muss nochmal zurückgehen. Was Sie hier sehen auf dieser Tabelle, 2 Studiengruppen, einmal BST, das steht für Bone Shell Technique, also die Curie-Technik, versus die Tooth Shell Technique, also die Schalentechnik aus Dentin, die Sie gesehen haben. Und Sie sehen hier
Komplikationsraten, insgesamt die Komplikationsraten, wir haben die auf Implantatniveau, Regent Level also und Patientenniveau, ich gehe jetzt mal nur auf das Implantatniveau ein, es waren insgesamt 7 Publikationen, dabei 6 von 41 Implantaten, das waren etwa 15% bei der Curie-Technik, eine Komplikation lediglich von 38 Fällen, etwas unter 3% bei der Tooth-Shell-Technik. Es gab keine Signifikanz. Bei Entzündung eine leichte Signifikanz, etwas mehr bei der Curie-Technik, Wundeszenzen, auch kein signifikanter Unterschied und hier das Entscheidende, in keinem Fall weder bei der Curie-Technik noch bei der Tooth-Shell-Technik gab es eine schwerwiegende Komplikation, das heißt kein Implantatverlust, kein vollständiger Augmentatverlust. Und so war das der erste Vergleich zwischen diesen beiden Techniken. Wir sind weitergegangen, wir wollten wissen, können wir denn auch wurzelbehandelte Zähne verwenden? Avitale Zähne, tote Zähne. Entscheidend ist, wenn man mit Orthologen Dentin vorgeht, dass man alles künstliche Material entfernt, das heißt Wurzelfüllung, Kunststofffüllung, Kronen, natürlich Karies etc. Auch hier sehen Sie einen solchen Zahn. Mit der Wurzelfüllung muss natürlich vollständig entfernt werden. Auch hier haben wir einen retrospektiven Vergleich gemacht. Hier sehen Sie einen solchen Fall. Da wurde zuvor der Zahn entfernt und tiefgefroren gelagert. Dazu komme ich gleich noch. Hier sehen Sie das Implantat. Vestibulär, also Richtung Wange, diese Zahnscheibe. Hier kann man den Defekt erahnen. Das Ganze aufgefüllt. Und das ist zum Zeitpunkt der Freilegung. 3 Monate nach Implantation, Augmentation. Man sieht ein sehr schön eingeheiltes Augmentat ohne irgendeine Sondierungstiefe, Knocheneinbruch, stabil eingeheilt. Auch das hatten wir veröffentlicht im Applied Science. Auch das eine Open Access Publikation, die Sie zugreifen können. Auch hier ein paar Ergebnisse dazu. Sie sehen auch hier den Vergleich zwischen 2 Gruppen. Einmal ETT, das steht für wurzelbehandelte Zähne, Endodontically Treated Teeth. Und hier einmal nicht wurzelbehandelte Zähne. Auch hier die Komplikationsraten. Es gab insgesamt 3 Komplikationsraten bei 45 Implantaten. Eine bei wurzelbehandelten Zähnen und 2 bei nicht wurzelbehandelten Zähnen. Und hier das Entscheidende, wie viele schwerwiegende Komplikationen bei diesen 45 Implantaten ist keine schwerwiegende Komplikation aufgetreten. Zusätzlich haben wir auch verglichen über diesen Zeitraum, den Beobachtungszeitraum, relativ kurzer Zeitraum, 6 Monate. Das Ziel ist natürlich, weitere Ergebnisse über einen längeren Zeitraum zu haben. Wir haben im dreidimensionalen Röntgenbild den Knochen verbessern. Hier Abbildung A sehen Sie einmal die Knochenbreite insgesamt von vestibulär nach palatinal, von einem Niveau 2 mm unter Implantatschulter, Zeitpunkt Implantatinsertion und Freilegung. Und wir haben auch hier die vestibuläre Lamelle vermessen, die Dicke auf 3 verschiedenen Ebenen, Implantatschulterniveau 2 mm und 4 mm darunter. Und man kann hier deutlich die Dentinschale erkennen. Ja, aber in vielen Fällen ist die Situation so, wir haben einen Zahn, den wir nicht erhalten können. Er muss entfernt werden, aber wir können den nicht gleichzeitig verwenden. Es gibt einige Publikationen aus Südkorea hierzu. Sehr interessant. Allerdings werden hier diese Zähne aufbereitet, in den Dentinbanken, Zahnbanken aufbewahrt bei minus 88 Grad. Das ist in der Praxis nicht umsetzbar. Und für uns war das Ziel eigentlich, gibt es hier eine Lösung, die praktikabel ist für die Praxis? Wir haben dann einen Weg gesucht, haben etwa ein Jahr gebraucht, dieses Verfahren durch die Ethikkommission zu bringen. Wir haben hier einen Randomized Clinical Trial aktuell laufen, sind dabei, die Jahresergebnisse auszuwerten. Wir haben jetzt auch schon aus retrospektiven Daten, haben wir hier auch schon Ergebnisse, die wir noch nicht veröffentlicht haben. Ich werde Ihnen hier etwas dazu sagen, wie wir das tun, nicht bis ins Detail. Letztendlich wird ein Zahn entfernt. Und diesem wird, wie zuvor erwähnt, jegliches Fremdmaterial, Debris entfernt, Ligament. Und dann lagern wir diesen Zahn ein im Tiefkühlfach. Ja, steril, wird eingepackt, wird natürlich zuvor mit gewissen Lösungen behandelt, dieser Zahn, mit antibakteriellen Lösungen. Und dann kommt der Patient einige Monate später und wir können diesen Zahn nutzen. Hier sehen Sie mal hier die, auf dem linken Bild die Dentinscheibe, partikuliertes Material. Und so wird das dann in einem sterilen Behältnis aufbereitet, konserviert. Hier sehen Sie mal einen solchen Fall. Die beiden Frontzähne waren nicht erhaltungsfähig.
Die beiden Zähne hatte ich hier entfernt. Ging relativ einfach, wie sich die meisten vorstellen können. Sie sehen, alleine aus dem einen Zahn, aus dem linken, habe ich hier 3 Schalen gewonnen. Selbst aus dem kurzen habe ich hier Schalen gewonnen. Und das ist die Situation 3 Monate später. Sie sehen hier auf dieser Abbildung, sehen Sie einen Defekt Richtung Lippe, einen Defekt Richtung Gaumen. Hier habe ich jeweils eine Schale fixiert, hier eine Vestibulär und den Hohlraum dazwischen mit partikulierten Dentin aufgefüllt. Und das Ganze hier ist jetzt die Situation 3 Monate später. Gutes Augmentat, die Implantate konnten inseriert werden. Hier sehen Sie nochmal die Ausgangssituation. Und das ist die Situation 1 Jahr nach prothetischer Versorgung. Ich hatte hier noch eine Vestibulumplastik gemacht mit einem Schleimhauttransplantat, weil eben der Lippenzug bis an die Implantate ging. Und jetzt ist das weit oben. Natürlich können wir in solchen Fällen, wenn die Papille verloren gegangen ist, diese nicht rekonstruieren. Aber ich denke, für die Ausgangssituation ist hier ein gutes Ergebnis erreicht worden. Wir haben keine Spenderregion verwendet, den eigenen Zahn verwendet, ja, und konnten hier ein gutes Ergebnis erreichen. Auch eine sehr interessante Technik, die ich vor einigen Jahren entwickelt hatte. Sie kennen die Situation, ein Zahn muss entfernt werden. Wir würden gerne eine Sofortimplantation machen, aber die vestibuläre Lamelle fehlt. Und das ist genau ein solcher Fall. Hier sehen Sie mal in der Sagittalebene den Zahn und wir können hier keine vestibuläre Lamelle erkennen. Hier war eine Längsfraktur bei dem Zahn. Und das ist eigentlich ein K.O.-Kriterium für eine Sofortimplantation mit Sofortversorgung. Was wir hier machen ist, wir entfernen den Zahn. Sie sehen hier das ganze Granulationsgewebe um diesen Zahn. Können Sie sich vorstellen, da war kein Knochen vestibulär. Und der ist mir letztendlich gleich in 2 Hälften zerfallen, denn hier war die Fraktur. Das war ein Trauma. Man sieht hier, kann ja auch vermuten, dass hier eine Einblutung war. Aber letztendlich hatte ich diesen Zahn genutzt als Augmentat. Hier sehen Sie die Alveole, die leere, auf dem linken Bild. Was ich gemacht habe, ist von diesem Zahn einen Span gewonnen und habe diesen, hier sehen Sie diese Dentinscheibe, unter die Mucosa geschoben als vestibuläre Lamelle, sodass eine Abstützung dieser Zahnscheibe aber mesial und distal des Defektes ist. Das heißt, diese Dentinscheibe ist fixiert ohne irgendeine Schraube, ohne irgendeinen Schnitt. Und ich habe dann hier simultan das Implantat eingesetzt und diesen Spalt, wie es eben bei der Sofortimplantation üblich ist, aufgefüllt, in dem Fall auch mit partikuliertem Dentin. Und hier sehen Sie die provisorische Versorgung des Zahnes. Und hier sehen Sie das einmal, dass ich das vorstellen kann, wie das aussieht im DVT. Das war direkt nach Augmentation. Hier sehen Sie die Schale, die eben mesial und distal abgestützt ist. Hier das Ganze in der Sagittal mit einem stabilen Augmentat. Und das ist eine Möglichkeit, selbst in solchen Situationen eben eine Sofortimplantation zu machen. Zusammenfassend, was können wir sagen? Die Augmentation mit autologen Dentin ist ein Verfahren, das in der zahnärztlichen Praxis durchführbar ist. Autologes Dentin kombiniert biologische Vorteile von autogenem Material mit einer geringeren Morbidität durch Vermeidung einer Spenderregion. Endodontische behandelte Zähne scheinen als Augmentat ebenfalls in Frage zu kommen. Die Konservierung von aufbereitetem Dentin durch Einfrieren scheint möglich. Die beschriebene Toothshell-Technik mit autologem Dentin scheint zu gleichwertigen Ergebnissen zu führen, wie die Schalentechnik nach Curie. Die Toothshell-Technik könnte das implantologische Indikationsspektrum erheblich erweitern. Sie ermöglicht eine Augmentation mit großem Volumina und bietet die Möglichkeit der simultanen Implantation. Allerdings muss man ganz klar sagen, es werden weitere klinische Studien benötigt, um die Augmentationsergebnisse über einen längeren Zeitraum zu beurteilen, in Bezug vor allem auf das Resorptionsverhalten und die Resorption. Ich möchte mich für den Vortrag ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ein solches Projekt einer Professur ist natürlich kein Einzelprojekt. Das ist immer eine Teamarbeit. So etwas schafft man nicht alleine. Und deshalb möchte ich mich bei einigen ganz herzlich bedanken. Vor allem bei Ihnen, Professor Hanig, dass ich die Möglichkeit hatte, in Ihrem Institut meine Wissenschaft, meine Lehre zu machen. Ich möchte mich auch bei Ihrem Oberarzt, Herrn Professor Rupf, bedanken,
dass er mich hier in der Lehre und der Wissenschaft unterstützt hat, dass er immer ein offenes Wort für mich hatte. Ganz besonders möchte ich mich bei Professor Walter, meinem Mentor, dem ehemaligen Direktor der Akademie, bedanken, der ebenfalls im Raum ist, der einen großen Teil dieses Erfolges, dem ich zu verdanken habe. Sie hatten immer ein offenes Ohr für mich. Sie haben mir die Möglichkeit gegeben, neben meiner klinischen Tätigkeit wissenschaftlich zu arbeiten. Und dafür möchte ich Ihnen ganz herzlich danken, vor allem für Ihre Unterstützung. Ich möchte mich auch bei den Mitarbeitern und ehemaligen Mitarbeitern des Instituts für funktionelle Grenzflächen des Karlsruher Instituts für Technologie bedanken. Ganz vor allem bei Frau Professor Obst. Ich möchte mich auch bedanken bei Herrn Dr. Dötsch und Frau Mareike Martin. Mein Dank gilt auch Herrn Professor Robra, der ehemalige Institutsleiter für Sozialmedizin und Gesundheitsökonomie der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg, für seine exzellente und unermüdliche Hilfe bei statistischen Fragestellungen und Auswertungen. Herrn Privatdozent Bartholz als Leiter der Akademie der Poliklinik, als Leiter der Poliklinik möchte ich auch mich bedanken für die interessanten, hochwertigen gemeinschaftlichen wissenschaftlichen Projekte, die wir durchgeführt haben. Last but not least möchte ich mich aber auch bei meinem Team in der Akademie Karlsruhe und bei meinem Team Zentrum für Implantologie und Oralchirurgie in Heidelberg bedanken für die tolle Unterstützung bei zahlreichen Studien und die hervorragende Patientenbetreuung. Insbesondere möchte ich hier Frau Tamara Strobel und Frau Jennifer Wollenburg für die stets loyale und kompetente Mitarbeit bedanken. Vielen Dank. Wenn Fragen sind, kann ich gerne noch einige Fragen zu diesem Projekt vorstellen. Kann ich gerne beantworten. Vielleicht, wir haben hier auch ein Auditorium, also es sind einige Kollegen, Mitarbeiter hier direkt vor Ort. Vielleicht kommen hier Fragen oder Fragen aus dem Chat, die können auch an mich weitergeleitet werden durch Herrn Benz. Kann ich gerne soweit beantworten. Ich kann sie hier bei mir nicht sehen bei der PowerPoint. Muss ich dann, oder sehe ich die vorne? Vielleicht gibt es die eine oder andere Frage. Eine Frage habe ich von Kollegen Heiden. Wäre es dann für die Zukunft sinnvoll, retinierte Zähne, die keine Probleme machen, als Ersatzteillager oder Zellenkleber zu lassen? Also die Frage ist, ob es sinnvoll ist, retinierte Zähne im Kiefer zu belassen für den späteren Einsatz irgendwann. Naja gut, man muss das immer einschätzen, macht dieser Zahn vielleicht Probleme. Aber die Möglichkeit wäre tatsächlich, diesen Zahn zumindest, wenn er entfernt wird oder andere Zähne, nicht einfach wegzuschmeißen. Also es kommt zum Teil mittlerweile Patienten, die haben noch ihren Zahn. Heute habe ich eine Patientin aufgeklärt über Implantatberatung. Da wurde vor ein paar Wochen der Zahn entfernt. Ich fragte, haben Sie den noch? Ja, den habe ich noch. Ja, den würde ich aufbereiten mit antibakteriellen Lösungen und würde den nutzen und erspare dieser Patientin eine Blocktransplantation. Also, ja, ich würde nicht Zähne einfach wegschmeißen. Das ist ein wertvolles Augmentat. Und wir haben vielleicht die Möglichkeit eben, so wie dargestellt, der Konservierung, zumindest für einen gewissen Zeitraum. Gibt es noch andere Fragen? In der Regel hat Professor Walter immer noch so eine spannende Frage. Heute scheint er nichts Lager zu haben. Vielleicht darf ich mich einschalten, Herr Korsch, wenn er mich hört. Wie hören Sie? Ja, also erstmal ganz herzlichen Glückwunsch zu einer wirklich sehr, sehr gelungenen Antrittsvorlesung. Hat mir ausgesprochen gut gefallen. Wir haben faszinierende Resultate präsentiert. Sie haben die Möglichkeiten aufgezeigt. Können Sie auch die Grenzen aufzeigen? Nach Ihrer bisherigen Erfahrung, bis wohin kann man gehen mit diesen autologen Dentin-Techniken? Wo gibt es Kontraindikationen? Wo würden Sie davon abraten? Also das Erste zum Chirurgen, man muss da ein bisschen sensibler tatsächlich vorgehen. Man kann nicht wie beim Knochen jegliche Kante belassen, die sich dann mit der Zeit abrundet. Man muss da wirklich diese Störstellen beseitigen, weil die zu einer Deszenz führen können. Wo die Grenzen sind,
Tja, kann ich Ihnen auch nicht beantworten. Das wird uns die Zukunft zeigen. Also ich denke natürlich, wenn wir Zähne haben, die völlig kariös sind, wo wir nicht genügend Material haben, die können wir natürlich nicht verwenden. Aber ich bin selbst gespannt, diese Grenzen, die wir im Moment haben, weiter zu verschieben. Ja? Also ich glaube, die sind noch nicht festgelegt. Das wird die Zukunft zeigen. Ja, das sollte doch Ansporn sein für weitere klinische Studien, auch unter Einbeziehung von grundlagenwissenschaftlichen Aspekten. Wenn jetzt keinerlei Fragen mehr im Chat oder im Raum stehen, dann ist es, glaube ich, der Moment, wo wir dann Kollegen Walter um sein Schlusswort bitten können. Lieber Herr Kollege Korsch, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine Damen und Herren, es ist ein großer Tag für die Akademie. Professor Hannig hat zutreffend beschrieben, dass dies hier kein alltäglicher Tag ist, sondern ein sehr besonderer, den wir nur sehr selten erleben dürfen. Der Vortrag von Professor Korsch hat gezeigt, dass vielen Menschen geholfen worden ist auf eine neue, faszinierende Weise. Und es sind eine Fülle von Details gelöst worden. Nur einige wurden besprochen, andere wurden gar nicht hier genannt. Es war eine Fülle von Details, die gelöst wurden, um diese klinische Leistung zu erreichen. Herr Kollege Korsch, ich bin sehr froh, dass Sie diesen Weg gegangen sind. Ich gratuliere Ihnen sehr herzlich zum Titel außerplanmäßiger Professor der Medizinischen Fakultät der Universität des Saarlandes. Und ich denke, ich will nicht sagen, ein großer Tag für die Medizinische Fakultät, die ist viel größer als wir, aber es ist ein guter Tag auch für die Medizinische Fakultät, insbesondere für die Studierenden, die weiter auf Sie sich verlassen können für das Training in der Oralchirurgie. Ich möchte kurz auf vier Dinge zu sprechen kommen, die wir hier erleben, wenn wir Revue passieren lassen, was Professor Korsch uns erzählt hat. Das erste ist Ausdauer. Als Sie vor 13 Jahren in die Akademie kamen, haben Sie nicht gesagt, ich möchte übrigens in 13 Jahren Professor sein, weil es wäre nicht sehr sinnvoll gewesen. Sie haben sich auf einen Weg begeben, indem man Ausdauer braucht. Ausdauer, insbesondere vor dem Hintergrund, dass man die Zukunft nicht kennt, dass man einzelne Schritte macht und dass man nicht müde werden darf dabei. Das ist die Ausdauer. Sie haben die Ausdauer gehabt. Das zweite ist die Willenskraft. Es gibt Bereiche in der Wissenschaft, wo der sich habilitiert, sich konzentrieren kann auf die Wissenschaft. Das ist hier nicht der Fall. Wir haben klinisch zu arbeiten. Sie mussten weiter klinisch arbeiten. Sie haben das getan. Und die wissenschaftliche Leistung ist daneben entstanden. Darüber hinaus, was ohnehin zu leisten war in der Klinik. Diese Willenskraft haben Sie gehabt, Herr Korsch. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Das dritte ist die wissenschaftliche Begeisterung. Und da darf ich noch mal kurz referieren auf Ihre Habilitation. Da war es nicht so, dass eine neue faszinierende Technik in der Mitte stand, sondern es stand im Fokus der Misserfolg, die Komplikation, der Zusammenbruch dessen, was erreicht war. Ja, und wenn sowas passiert klinisch, kann man sagen, ja, Pech gehabt. Oder aber man ist wissenschaftlich begeistert. Dann hat man eine besondere Art der Wahrnehmung und will das, was man erlebt, deuten. Und das möglichst systematisch. Und dann kam die Erkenntnis, ja, auch so was Banales wie ein Befestigungszement ist ein ganz kritischer Punkt für den implantologischen Erfolg. Das ist damals erarbeitet worden und das ist jetzt in der Systematik übertragen worden, auch auf Themen, die prospektiv untersucht werden. Ja, und diese wissenschaftliche Begeisterung, da wünsche ich Ihnen vor allen Dingen, Herr Korsch, dass Sie sich das erhalten. Und das vierte ist, und ich bin froh, dass Sie da
schon intensiv darauf eingegangen sind. Das ist die Unterstützung, die man halt auch braucht. Und ich darf ganz kurz dazu was sagen. Also es gab da jemanden, auf den haben wir uns felsenfest verlassen. Das ist Professor Matthias Hannig. Lieber Matthias, wer aus Dithmarschen kommt, ist kein Freund großer Worte und gar kein Freund von vielen Worten. Brauchen wir auch nicht. Du hast unterstützt, du warst dabei. Wir haben uns felsenfest auf dich verlassen. Und so konnten wir Erfolg haben. Ich bin sehr froh, dass auch mein Ausscheiden aus der Akademie nichts da irgendwie negativ bewirkt hat. Herr Hellmann hat es weiter unterstützt. Und wie gesagt, auf Homburg kann man sich verlassen. Und ich hoffe, dass das sich für Homburg auch auszahlt. Das ist dieser Weg, den wir erlebt haben in diesen 13 Jahren. Es ist etwas entstanden, was die Zahnmedizin in einem bestimmten Teil verändert hat zu ihrem Vorteil. Und deswegen war es erfolgreich. Es ist gut, dass Sie jetzt Professor sind, weil Sie dann mit Nachdruck das weiter verfolgen können, was Sie begonnen haben, weil Sie Gehör finden werden und weil das vielen Menschen, vielen Patienten helfen wird. Vielen Dank. Danke. Ich denke, das ist einen Applaus wert. Ja, sehr geehrter Herr Professor Korsch, lieber Michael, ich habe die ersten Worte nach deiner Antrittsvorlesung ganz bewusst und gerne Professor Walter überlassen, weil er dich so lange kennt, anderthalb Jahrzehnte begleitet hat. Wir kennen uns sehr kurz. Dein Ruf ist dir vorausgeeilt zu meiner Person hin, weil meine alten Weggefährten aus dem Studium, Mihatovic, Golubovic, die um Schwarz in der Düsseldorfer Zeit am Anfang sich mit diesen Dingen beschäftigt haben, bei denen warst du natürlich, wie man heute so schön sagt, auf dem Schirm. Und als klar war, ich komme in die Akademie, da wurde mir berichtet, welch großen Chirurgen ich hier vorfinden würde. Wir haben uns dann irgendwann kennengelernt, mal ein bisschen miteinander geredet auf einem Kongress in Wernigerode, auf dem wir beide vorgetragen haben. Da habe ich deine Familie das erste Mal gesehen. Und ich freue mich sehr, dass du bei uns in der Akademie bist. Ich bin beeindruckt von Anfang an gewesen von dem, was Professor Walter in Worten zusammengefasst hat, unnachahmlich. Ich bin gespannt, ob ich so reifen werde in meiner Position als Direktor und später auch in der Lage bin, die Dinge so schön auf den Punkt zu bringen. Ich bin tatsächlich ja voller Hochachtung, wenn ich in PubMed gucke, über 20 PubMed gelistete Publikationen, unzählige Publikationen in der Populärpresse, wo du dein Wissen, deine Erfahrung mit den Kollegen und Kollegen draußen teilst und die Möglichkeit gibst, an dem teilzunehmen, was hier ist. Viele in der Akademie, du hast das gesagt, unterstützen das, diese Tätigkeiten der Wissenschaft, die hier stattfinden. Und das ist das, was mir gezeigt hat, sehr schnell, als ich in das Haus gekommen bin, wie besonders das Haus ist, die Mitarbeiter sind. Und ja, es ist toll zu sehen, wie du es geschafft hast, sehr, sehr viele Menschen aus dem Umfeld der Akademie mitzunehmen und mitzureißen für deine Projekte. Meinen ganz herzlichen Glückwunsch, mein Dank auch noch an Professor Hannig, nicht nur, dass er heute mit dabei war, sondern dass er das, wie Professor Walter gesagt hat, alles möglich gemacht hat. Und ich bin ganz großer Hoffnung, wir haben oft darüber gesprochen, dass du hier in der Akademie bleibst, uns weiterhin erhalten bleibst, unterstützt mit der wissenschaftlichen Tätigkeit. Meine Unterstützung hat es in jedem Fall. Ich lese ja auch immer fleißig die Ethikanträge, die so mit über meinen Schreibtisch gehen und die du einreichst. Und das sind tolle Projekte, die da entstehen. Und das, was Professor Walter gesagt hat, ja, ich hoffe, dass du das tatsächlich nie verlieren wirst, weil das sind große Dinge, die du beforschst und große Ergebnisse, die dabei herauskommen. Herzlichen Glückwunsch. Danke, vielen Dank. Und schön, dass wir heute mit dir deine Antrittsvorlesung entsprechend, ja, ich nenne es, genießen konnten, weil das war eine Augenweide und tatsächlich eine ja, Information, die man nicht alle Tage irgendwo bekommen kann. Danke. An der Stelle werden wir uns jetzt aus der Übertragung auch für alle Externen zurückziehen und die Möglichkeiten genießen, Corona-konform hier noch intern ein bisschen zu feiern. Ich kann Professor Hannig jetzt nicht sehen mehr, weil die Projektion für uns nicht mehr da ist. Ich möchte mich nochmal offiziell verabschieden. Grüße schicken nach Homburg. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute Abend mit uns dabei waren.
für Ihre Moderation und die einleitenden Worte und ja, auch den Zuspruch tatsächlich Michael Korsch, dass er uns vielleicht mit seiner wissenschaftlichen Arbeit auch hier in der Akademie noch lange erhalten bleibt und vor allem auch Ihnen an der Universität noch lange erhalten bleibt. Ich gehe ganz, ganz fest davon aus, weil natürlich mit der Ernennung zum außerplanmäßigen Professor auch der Wunsch verbunden ist, dass der entsprechende Professor weiterhin aktivst in der Lehre und insbesondere in der Forschung tätig sein wird. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Ich freue mich, lieber Kollege Korsch, auf die weiterhin fruchtbare Zusammenarbeit in Lehre und Forschung. Und auch von unserer Seite aus Homburg nochmal Ihnen herzlichen Glückwunsch. Alles, alles Gute und feiern Sie jetzt Corona-gerecht Ihre heutige Antrittsvorlesung. Dankeschön.